Genau hier an der Ecke Lagerstraße, Speicherstraße wird in wenigen Monaten eine neue Kindertagesstätte stehen. Verantwortlich dafür ist der DRK-Kreisverband Schwerin-Stadt. Die neue Kita soll im September oder Oktober bezugsfertig sein und bietet dann Platz für 36 Mädchen und Jungen. Dadurch soll unter anderem die Kindertagesstätte Villa Traumland in der Bornhöfitzstraße entlastet werden. In den nächsten Tagen wird der Bauantrag eingereicht. Der DRK-Kreisverband geht von einer raschen Genehmigung aus.